Ja, dann willkommen herzlich in Nordhausen. Das ist unser feiner alter Nordhäuser Doppelkorn. Ich denke, jeder wird ihn kennen. Nordhausen ist die Wiege der Kornbrennerei und das ist der 3 Jahre im Eichenfass gelagerte feine alte Doppelkorn. Ne? Wird bei welcher Temperatur zu sich genommen? Wir empfehlen bei Schlafzimmertemperatur so 15 Grad. Alles andere würde die Aromen zerstören. Ne? Und der Gockel obendrauf ist ja ganz witzig. Das ist unsere Henriette. Ne? Henriette war damals in den 90er Jahren unser Maskottchen für die TV-Werbespots und ist auch heute noch auf jeder Flasche drauf. Ne? Und das ist der Gockel. Und Das ist die das ist Henriette die in Henriette noch groß. einmal in groß, hier als Ausgießer, ja, in ganz verschiedenen Formen. Ja, wenn Sie schauen hier, hier wird natürlich nicht nur unser feiner alter Doppelkorn hergestellt, sondern hier in den historischen Gemäuern der Traditionsbrennerei auch unser Doppelkümmel aus Kümmelsamen hier und unser echter Nordhäuser Dry Gin, ein Wacholderdestillat, heutzutage natürlich wieder ganz in Gin. Und dann haben wir hier verschiedenste Liköre, die es auch nur hier gibt. Unser Kornlikör, das ist was ganz Spezielles, nämlich mit echtem Roggenkorn und mit etwas Whisky-Destillat aus eigener Herstellung auch. Dann haben wir unseren Kaffeelikör hier und unseren sehr beliebten Kakao-Nusslikör. Wir sagen immer das Frühstück, Kaffee und Nutella. Dann haben wir im Moment sehr beliebt Ingwerlikör. Der Ingwer wird mit destilliert, ist fein würzig. Und jetzt in dieser Zeit den Zimtlikör. Hier können Sie auch ein bisschen den Goldrausch erleben mit etwas Goldeffekt. Der Orangenlikör nach dem Vorbild der französischen Liköre und unser schöner Honiglikör natürlich auch. Ne? Ja, hier haben wir also, wie gesagt, das ist das Traditionsprodukt und alles andere ist auf dieser Basis auch zu haben. Ne?